Hallo aus Frankfurt. Yay! Ich nehme euch wieder mit, eine Runde. Und zwar sind wir hier gerade bei Merz. Und werden uns die neuen Sachen von TTZEP vorgestellt. Und oh mein Gott, wir dürfen jetzt eine Box selbst basteln, die ihr dann gewinnen könnt. Und schaut mal, ich habe mir hier schon ein bisschen was vorbereitet. So sieht das aus. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie so meine Künste sind. Eher nicht. Aber ihr müsst dann alle mitmachen, damit ihr sie gewinnen könnt. Und da ist auch die Anna. Anna, bist du fleißig? Ja. Du darfst nicht gewinnen. Was? Also, ja, hier ist voll der Kampf. Also, Konkurrenzkampf. Konkurrenzkampf. Ich bastle jetzt hier mal und zeige es euch dann später. Wenn wir jetzt in einer Farbe haben, dann schreibt ihr wir machen jetzt unsere eigene Box. Oder wir teilen eure farbige Pappmuster aus. Voll schön hier die Aussicht. Gefällt mir und heute ist auch noch schönes Wetter. Und hier sind die Produkte. Tata. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. So sieht es aus. Und da sind die ganzen Blogger-Mädels. So, schaut mal, wir haben jetzt hier die zwei Produkte und dürfen die jetzt testen. Wir müssen unsere Meinung jetzt hier hinschreiben. Mal gespannt. Doch, das ist so interessant hier. Schaut mal. Hier wird alles getestet, die Haut. Und hier in dem Raum. Einfach so in die Fläschchen rein riechen und einfach es bleiben, was, ob ihr die Geruch erkennt oder nicht. Das machen sie, das, also da müssen dafür diese Tag so automatisch haben, weil wenn man sich nur an den Tag konzentriert, können sie nicht die Creme beurteilen. Und das machen wir wirklich so, also das ist wirklich aufwendig. Wir haben jetzt Mittagspause und ich esse jetzt diesen leckeren Salat. Mmh, yummy. Und was haben wir natürlich dazu? Balsamico-Dressing. War ja klar. Lecker. Ganz still, gibt's ganz selten. Schaut mal, meine Box ist soweit fertig. Das Design steht und die wird dann für mich produziert. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Jedenfalls habt ihr ja dann die Möglichkeit, die Box zu gewinnen. So sieht jetzt zum Beispiel eine aus. Und ich bin total aufgeregt. Ihr könnt dann auf Instagram teilnehmen. Also ihr habt dann die Möglichkeit, die Box zu gewinnen. Und ich würde euch dazu alles mal unten in die Infobox schreiben. Lasst uns gewinnen. Also ich finde sie eigentlich ganz cool. Obwohl ich jetzt nicht so die Bastel-Queen bin. Aber ich finde, sie ist ganz gut geworden. Was meint ihr? So, also meine Lieben, schaut mal. Das Produkt wird es jetzt ab 1. März neu geben. In den Regalen riecht total gut. Das ist nur eine kleine Version von dem, aber das gibt es schon seit September. Und ja, ihr habt halt verschiedene Düfte und so weiter, da könnt ihr wirklich mal nachschauen. Und bei dem hier, das war so eine ja, limitierte Edition, da gab es das hier auch noch in klein. Eben ideal zum Verschenken, ne? Also da könnt ihr mal nachgucken, das ist halt auch sehr ja, pflegend und der Duft ist echt göttlich. Da bin ich wieder. Das sage ich immer irgendwie, gell? Ich bin jetzt gerade bei der Yvette, bei meiner Freundin Yvette. Und wir drehen jetzt ein Video, wenn sie dann endlich mal ready ist. Oh, seit die 8 Stunden vorm Spiegel sitzt. Ich bin total fertig, schaut mich an, ey, nach so einem Event. Und jetzt bin ich noch schnell zur Yvette gefahren. Boah, ich habe auch schon Wäsche gewaschen, ja? Hat jeder ein hartes Leben. Ja, das Leben ist halt kein Ponyhof, ne? Also wir drehen jetzt ein Video zusammen und ich melde mich dann morgen früh, denke ich, wieder bei euch oder später. Mal gucken. Bis dann. Yvette, magst du noch was sagen? Hallo. Hallo. Hallo, Yvette. Da ist sie. Jetzt kommt sie. Die Chance genutzt. Hallo. Hallo, meine Lieben. Was drehen wir jetzt? Willst du schon ein bisschen was verraten oder willst du gar nichts sagen? Nee, wir verraten nichts. Wird witzig auf jeden Fall. Wir wissen nicht immer, ob es was wird. Deswegen wird es witzig. Ja, mal gucken. Aber ihr werdet es ja dann sehen. Ja. Also, bis später. Tschö. Hallo, da bin ich wieder. Seht ihr mich überhaupt? Die Sonne scheint voll. Wir sind gerade hier unten am Main. Wir haben die Bella dabei. Und Proviant. Wartet, ich zeig's euch. Könnt ihr das sehen? Da ist unser Proviant. Und die Bella, die springt hier die ganze Zeit im Wasser rum. Das ist so süß.
Sorry, dass ich meine Hand so komisch habe, aber ich sehe nichts und ich habe meine Sonnenbrille im Auto gelassen. Fail. Wo ist jetzt unser Hund? Moment. Da kommt sie angerannt. Komm, geh ins Wasser, Bella. Jetzt ins Wasser. So süß. Bella, Bella, komm ins Wasser. Ui. Bella. Der faucht schon die ganze Zeit. Der faucht die Bella an. Aber die Bella macht doch gar nichts. Die Bella will ja nur spielen. Aber nicht mit dem Schwan. Na Bella. Komm, wir gehen lieber weiter. Komm Bella. Wir gehen lieber davor. Bella, komm. Joe ist fein. Joe ist fein. Bella, wir müssen wieder heim. Ne, Kinder? Ja. Auf geht's. So, nach dem Spaziergang am Main geht's jetzt eine Runde in die Badewanne für den Lissandro. Wir sind hier gerade in meiner Ankleide und ich wollte euch ganz kurz meine Lush-Produkte zeigen. Die lege ich mir hier immer zurecht, damit die Wäsche gut duftet, beziehungsweise der Raum. Ihr wart mit Sicherheit schon mal in einem Lush-Shop und wisst, wie gut es dort duftet. Hier dieses Ei finde ich total schön. Das ist natürlich passend zu Ostern jetzt, ne? Richtig toll. Das hatte ich auch als Deko noch in meinem Esszimmer. Aber der Lissandro möchte, glaube ich, jetzt dieses Ei hier verwenden oder diesen Smiley. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt verwenden. Und wie gesagt, meine Wäsche duftet unheimlich gut. Ich kann euch ganz kurz zeigen, das ist meine Ankleide. Ich müsste mal wieder aufräumen, ne? Aber so ist es halt. Okay, der Lassie hat sich für diesen Smiley hier entschieden. Auf geht's in die Badewanne. Nur die Hälfte, oder Lassie? Ja. Machst du ihn mal? Wie? Brechen mal durch und dann kannst du ihn reinmachen. Geht's? Ui. Naja, nicht schlimm. Dann nimmst du den ganzen. So, der Lissandro ist jetzt in der Badewanne und ich nutze ganz kurz die Zeit, um euch jetzt noch von diesen wunderschönen Gläsern hier zu berichten. Das hatte ich euch ja im letzten Vlog versprochen, dass ich euch die nochmal genauer zeige. Aber wir starten erstmal hier mit diesem wunderschönen Paketchen. Und zwar darf ich was testen von der Firma Nude by Nature. Und ich bin schon so, so gespannt, weil mein Schatz Steffi, also meine Freundin Steffi, nicht meine Schwester jetzt in dem Fall, schon ganz viel darüber erzählt hat und mir privat auch ganz viel darüber berichtet hat. Und ja, wie gesagt, ich darf jetzt was testen. Ich bin super gespannt auf diese Lidschattenpalette hier, diese Eyeshadow Trio. Dann zum Beispiel auf dieses Produkt hier, das hat die Steffi auch total gelobt, und zwar diese Powder Foundation. Hier habe ich eine Konturpalette, die sieht wunderschön aus, die muss ich gleich mal auspacken und euch zeigen. Und hier habe ich noch dieses Konturfluid, ein Trio und zwei Pinsel, wie gesagt. Also auch hier halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und sage euch, ja, meine ehrliche Meinung natürlich drüber. Hier habe ich jetzt gleich noch eine tolle Überraschung für euch, aber jetzt kommen wir erstmal zu diesen wunderschönen Gläsern hier. Das Glas hier hatte ich euch ja in meinem letzten Vlog gezeigt, ein bisschen besser erkennen, und zwar diese doppelte Wand. Dieses Glas hier hatte ich jetzt auch schon in Verwendung, also dieses Long Drink Glas hier. Die anderen, die packe ich jetzt gleich aus und zeige sie euch natürlich noch mal ein bisschen besser. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass es ein Thermoeffektglas ist, also das heißt, ein heißes Getränk bleibt länger heiß, beziehungsweise ein kaltes bleibt dann länger kalt. Und die sind alle handgefertigt, mundgeblasen und natürlich spülmaschinenfest. Also ich finde die richtig, richtig schön. Ich zeige euch jetzt den Rest, der hier noch in meiner Bestellung war. Und ich habe auch noch einen richtig coolen Rabattcode für euch. Keine Sorge, ich bekomme für dieses Video kein Geld. Ich möchte es nur noch mal dazu sagen, dass ihr das wisst. Weil ihr wisst, dass ich euch das ja eh immer dazu sage. Aber da könnt ihr gerne mal in die Infobox schauen. Wie gesagt, da habe ich einen tollen Rabattcode für euch. Da könnt ihr einiges an Geld sparen. Und ich packe die jetzt mal aus und zeige sie euch noch mal ein bisschen besser. Und dann sprechen wir noch mal über diese tolle Geschichte hier. Und ich zeige euch noch ganz, ganz kurz diese Produkte hier in der Aufnahme. So, das ist jetzt meine Bestellung von der Firma Bluemix. Ich habe jetzt absichtlich mal diesen Produktkatalog hier hingelegt, damit ihr diesen Effekt besser sehen könnt. Unglaublich, wie edel das aussieht. Schaut mal bitte hier. Oder zum Beispiel diese Schalen hier, da sind Nüsse drinnen oder Johannisbeeren, Oliven. Und auf diese Schüsseln hier freue ich mich schon wahnsinnig. Wirklich, wenn ich das schön dekorieren kann, wenn ich Gäste habe, dann habe ich ja hier diese Long Drink Gläser und hier eine Karaffe. Kann ich mir super gut vorstellen, wenn ich hier zum Beispiel Sprudelwasser reinfülle, Eiswürfel, frische Minze und dann eben meinen Gästen serviere oder uns natürlich. Also ich glaube, das sieht dann ganz, ganz toll aus, mit Sicherheit. Dann habe ich jetzt hier noch Cappuccino Gläser und hier habe ich noch zwei Teegläser, und das Ganze kann
kam auch wirklich alles super gut verpackt bei mir an. Also die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, da ist nichts dran gekommen. Und ja, ich glaube, das wird nicht das Letzte sein, dass ich mir von der Firma Bluemix bestelle. Schaut mal bitte, wie edel das aussieht. Unglaublich. Ich bin schwer verliebt. Ich spüle mir jetzt den Rest und packe das alles schön in meine Schränke. Und jetzt kommen wir mal hier zu diesen Produkten. Ich habe jetzt mal alles ausgepackt und ich bin wirklich schwer begeistert. Erstens mal vom Packaging. Schaut euch bitte an, wie edel das aussieht. Das ist in so einem Rose Gold. Hier diese wunderschönen Farben. Ich stehe eh voll auf Erdtöne, das wisst ihr ja. Und dieses Rose Gold, ist das nicht der absolute Wahnsinn, wie edel das aussieht? Hier diese Konturpalette, da bin ich auch mal gespannt. Hier dieses Puder, der Pinsel, hier der Konturpinsel, der ist butterweich. Also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und freue mich riesig drauf, die Produkte zu testen für euch. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu diesem Schätzchen hier. Und zwar, schaut mal, hier sind ganz, ganz viele Tipps von Mamas in einem Buch zusammengefasst. Und auch ich bin hier in diesem Buch. Ich zeige es euch gleich. Moment. Und zwar ist hier mein Beitrag. Und hier bin ich auch zu sehen in diesem Buch. Und diese zwei Exemplare werde ich hier auf YouTube verlosen und ich werde auch eins noch auf Instagram verlosen und eins auf Snapchat. Da könnt ihr gerne auch nochmal vorbeischauen, damit ihr da im Bilde seid. Schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch meine weiteren Kanäle auch nochmal unten in der Infobox. Und hierzu wollte ich euch auch noch sagen, habe ich zwar vorhin gemacht, aber jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Mein Rabattcode nennt sich Rossella Mir und ihr könnt ganze 20% sparen, was eine ganze Menge Geld ist. Und jetzt muss ich ganz schnell ins Bad im Lissandro die Haare waschen und abduschen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann jetzt später nochmal bei euch. Hello, hello. Jetzt habe ich mich gar nicht mehr gemeldet nach dem Event. Sorry dafür. Ich bin ja noch zur Yvette gefahren. Wir haben noch Videos gedreht und es war so, so lustig. Ich freue mich schon riesig drauf, die Videos zu schneiden und euch dann online zu stellen. Das Event an sich war super toll organisiert. Ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Es war auch sehr, sehr interessant, denn wir waren im Sensoriklabor. Sowas interessiert mich ja immer sehr, was noch dahinter steckt, hinter den Produkten, wie die entwickelt werden und so weiter. Und diese schöne Mappe hier hatte ich an meinem Platz. Ich zeige euch gleich, was darin enthalten ist. Und schaut mal, hier steht Hallo Heidi auf dem neuen Produkt. Und zwar nennt es sich eigentlich Hallo Sommer. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut mal in der Drogerie, schnuppert dran. Es ist so, so gut. Und es ist richtig cool, weil wir ja an einer Aktion mitmachen. Und zwar könnt ihr da auch was gewinnen. Schaut mal, das war in meiner Mappe richtig cool. Wir haben unsere eigene Box kreiert, habt ihr ja gesehen, und ich zähle natürlich auf meine richtig coole Community. Wir müssen da zusammenhalten. Ihr könnt da nämlich auch was gewinnen. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich euch davon erzählen kann. Haltet auf jeden Fall die Augen offen auf Instagram und da könnt ihr dann hoffentlich auch was gewinnen. Und warum rede ich jetzt eigentlich so schnell? Ja, ich habe eine Überraschung bekommen diese Woche. Die Überraschung sitzt bei mir in der Küche. Und zwar waren alle unter einer Decke gesteckt. Meine Schwester Steffi stand plötzlich vor mir. Mein Bruder hat mich überrascht, er hat mich zu sich hingelotst, hat gemeint, es wäre ein Notfall, ich bin aus allen Wolken gefallen. Plötzlich stand meine Schwester vor mir. Ich schau mal, dass ich euch das Video hier einblende, falls ich es schaffe zu zensieren. Mal gucken. Jedenfalls bin ich total glücklich und ich bin nur am Grinsen. Und ja, nach 1,5 Jahren habe ich endlich meine Schwester wieder. Allerdings wird sie bald wieder fahren, deswegen nutze ich natürlich die Zeit mit ihr. Mal schauen, vielleicht kommt sie auch mal in einem Video vor. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Vlog gefallen hat. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!